Herzlich willkommen, lieber Erhard Eppler, bei dieser Reihe über Politik, die mit dir als Partner eröffnet wird und in der wir ein möglichst differenziertes und auch umfassendes Verständnis von Politik miteinander besprechen wollen. Das heißt Gespräch, im Gespräch mit, also ich will dich nicht einfach ausfragen, sondern wir wollen darüber sprechen. Und ich freue mich schon darauf, deine Überlegungen und deine Antworten zu hören auf das, was ich zunächst wahrscheinlich eher erfragen werde und dann vielleicht, was wir auch gemeinsam besprechen. Was mir eingefallen ist, als Eröffnung dieses Gesprächs war, dass ich, wenn ich an dich denke, an einen sehr durchaus feingeistigen und differenzierenden Mann, doch zugleich die Assoziation habe, du bist ein politisches Tier. Fühlst du dich da missverstanden? Ja, jedenfalls hat mich die Politik zuerst mal in sich hineingesogen, gegen meinen Willen ursprünglich. Ich wollte ursprünglich in die Professorenlaufbahn, und zwar der Anglistik. Und das ist jetzt ja schon beinahe 60 Jahre her. Und dann hat sie mich nicht mehr losgelassen, bis zum heutigen Tag. Und das, da muss schon etwas dahinter stecken, dass ich eben stark politisch angelegt bin. Übrigens, das ist wohl auch ein Erbe bei mir mütterlicherseits. Mein Großvater war ein Pfarrer, schließlich im Ulmer Münster, und er war ein Anhänger von Friedrich Naumann. Und in der im Archiv der Familie ist ein Brief, den Friedrich Naumann meiner Großmutter zum Tode des Großvaters geschrieben hat. Also, wenn ich es richtig sehe, fühlst du dich nicht missverstanden, wenn ich sage, du bist ein politisches Tier. Nein. Du fühlst dich richtig verstanden. Tiere sind ja was Schönes. Ja, was Wunderbares. Ja. Gut, dann bin ich darüber sehr froh, dass ich dich nicht völlig falsch interpretiert habe. Habe ich eigentlich auch nicht angenommen. Und ich begreife, dass du zwar das ursprünglich nicht wolltest, aber offenbar doch in der Familie auch schon relativ früh Naumann mit politischen Fragen konfrontiert worden bist. Überdies denke ich, dass es ein Haushalt war, wie das häufig so in Pfarrershäusern war, in denen man auch viel miteinander diskutiert hat, oder ist das eine Fehlannahme? Naja. War der Vater so autoritär, dass gar keine Diskussion Nein, möglich war? Nein, aber mein Vater war Schulleiter an einem Gymnasium und hatte 7 Kinder. Und im Dritten Reich musste er immer damit rechnen, dass die sich verplappern. Und deshalb weiß ich eigentlich bis zum heutigen Tage nicht so ganz genau, was mein Vater gedacht hat. Der ist dann 1941 an einer Lungenentzündung gestorben, sodass ich ihn auch später nicht fragen konnte. Ich habe zum Beispiel von meinem Vater nie ein böses Wort über die Juden gehört, aber auch nie ein Wort, in dem er sie verteidigt hat. Bei meiner Mutter war das ganz anders, aber Frauen wurden ja im Dritten Reich nicht so ernst genommen. Und deswegen konnte sie sich mehr deshalb konnte sie, Vernunft konnte erlauben. Sie direkt von der Leber wegreden. Und sie hat, also sie war da prononciert, die Juden in Schutz zu nehmen. Sie hatte jüdische Freundinnen natürlich und war Pfarrerstochter, hat natürlich den Kirchenkampf auf ihre Weise erlebt und so. Das haben wir sehr wohl mitbekommen. Aber was ich bei meinem Vater als Kind nur gemerkt habe, er war Weltkriegsoffizier, ganze 4 Jahre lang im württembergischen Regiment. Und als kleiner Bub hatte ich ja auch noch die Vorstellung, dass es die guten Deutschen gab und die bösen Franzosen und so.
Und das wollte ich ihm aus ihm, Spaziergängen, aus ihm herausholen. Nie ein böses Wort über die Franzosen ist aus ihm gekommen, sondern immer nur Respekt. Und obwohl er Mathematiker war, hat er abends französische Literatur gelesen. Ja? Also ich konnte eigentlich immer nur indirekt mir vorstellen, was mein Vater gedacht hat. Also das heißt, bei dir war dann sicher auch ein ziemlicher Resonanzboden für das, was du indirekt erlebt hast. Es hätte ja auch einfach an dir vorbeigehen können. Du hättest vielleicht gar nicht gemerkt. Ja, ja, also ich habe das sehr bewusst erlebt. Ja. Und gibt es dann nach dem Krieg eine Situation, in der du das Gefühl hattest, hier ist jetzt wirklich klare und zupackende Politik erforderlich? Denn du hast ja erst mal Englisch studiert. Ja, also ich muss vielleicht sagen, es gibt zwei Menschen, denen ich nach dem Krieg außerordentlich viel verdanke. Ich bin mit 18,5 Jahren war der Krieg zu Ende. Ich war noch ein Jahr lang war ich normaler Soldat. Vorher hatte ich so Flakhelfer und RAD und so. Und der erste, der mir geholfen hat, war Gerhard Sturz. Gerhard Sturz ist den meisten bekannt als einer der drei Autoren des Wörterbuchs des Unmenschen, das damals doch eine ziemlich breite Wirkung gehabt hat, wo die Sprache der Nazis analysiert wurde. Und er war schon im Dritten Reich mein Deutschlehrer, von dem wir wussten, dass er die Nazis verachtete. Das wussten wir alle. Er ist aber nie denunziert worden. In unserer ganzen Schule hatten wir mehrere Lehrer, von denen wir genau wussten, dass sie die Nazis hassten oder verachteten, was nicht genau dasselbe war. Und es ist nie einer denunziert worden. Gut, und dieser Gerhard Sturz kam nun nach dem Krieg als Schulleiter wieder und konnte nun wirklich sagen, was er vorher nicht gesagt hatte. Und ich musste noch mal ein gutes halbes Jahr in die Schule, weil ich zwar ein Abitur nachgeschmissen bekommen hatte, das aber nicht mehr galt. Und nun musste ich das Abitur nochmal machen. Und da habe ich den ersten für mich glaubwürdigen Demokraten erlebt. Übrigens CDU-Mann, er hat die CDU gegründet. Und beinahe hätte ich ihm geholfen dabei, weil ich ihm helfen wollte. Woran hast du denn erkannt, dass das ein glaubwürdiger Demokrat war? Denn du hattest ja mit Demokratie eigentlich keine Erfahrung. Ja, nein, ich meine, ich wusste, dass er in unserer Stadt in Schwäbisch Hall die CDU gegründet hat. Ach so. Und ich war sogar bei dem Vortrag, den er dazu gehalten hat. Mhm. Ich bin nur nicht nachher zu denen gegangen, die Union gegründet haben. Mhm. Irgendwas, wahrscheinlich wäre ich dann, wenn ich es gemacht hätte, spätestens dann 5 Jahre oder 6 Jahre später wieder ausgetreten. Das habe ich mir offenbar erspart. Aber das war der Erste, dem haben wir es geglaubt, nicht? Und der hat zum Beispiel uns gesagt, was ihr erlebt habt, war, dass der Mensch für den Staat da ist. Und Demokratie ist, wenn der Staat für die Menschen da ist. Das war für uns damals eine gewisse Erleuchtung, dass diese Umpolung. Und der zweite Mensch, dem ich sehr viel verdanke, war ein altkatholischer Kirchenhistoriker in Bern. Ich habe 3 Semester in Bern studieren können, was auch eine Auszeichnung oder ein Glücksfall war. Und das war ein ganz großartiger Mensch, der Arnold Gilk, der nur deshalb nicht so berühmt wurde, weil er einfach nicht geschrieben hat. Wenn ein Buch von ihm herauskam, dann hatte ein Student mitstenografiert und hat es ihm nachher vorgelegt. Und der hat mich sozusagen in die ganze Geistesgeschichte, aber immer mit einem politischen Drall, als Schweizer, nicht als wenn man so will, nationalbewusster Schweizer, eingeführt. Und von daher habe ich,
habe ich diese Mischung aus Reflexion und politischem Engagement von diesen beiden Leuten eigentlich mitbekommen. Glaubst du, dass der sich auch, dieser Zweite, als ein politischer Lehrer für dich empfunden hat? Oder war das eigentlich nur ein Beiprodukt? Weil er hat ja nicht das Fach Politik gehabt. Bei dem hast nein. Der wollte eigentlich gar nichts aus mir machen. Also zum Beispiel der Arnold Gilk. Yeah. Sondern der wollte sich mit mir unterhalten. Ich habe ihm natürlich auch ein bisschen was erzählt. Und schließlich war er Lehrer, er war Professor und hatte natürlich deshalb auch die Neigung, anderen etwas beizubringen. Und das ist ihm voll gelungen. Also auf diese Weise, interessant, du kamst aus einem Lehrerhaushalt und es waren doch auch zwei Lehrer, die dich besonders... Wenn man so will, ja. Also ein nicht dieser... Die Altkatholiken sind ja eine kleine Gruppierung. Und dieser geniale Bursche, der Arnold Gilk, der zwei Stunden ohne einen Zettel auf dem Tisch, wie gedruckt reden konnte über Augustin oder über Pascal oder über Kierkegaard, der ist nie zur Geltung gekommen, weil er immer nur 20 Studenten gehabt hätte, wenn der in Göttingen oder in Tübingen gelehrt hätte, dann wären da jederzeit 1000 Leute gehockt. Du hast als Sohn eines Lehrers in einer Lehrerfamilie besondere Eindrücke bekommen von zwei Lehrern. Also ja, wenn man so will, ja. Und obwohl dieser Altkatholik, der gerne sich mit dir unterhalten hat, aber keine besonderen politischen Absichten offensichtlich hatte, der wollte sich ja zu nichts... Aber er war ein politischer Mensch auch. Was war an ihm politisch? Das interessiert mich. Also, ich wurde damals in die Schweiz eingeladen von einer Gruppe von Intellektuellen, die während des Krieges sich bereits auf den Widerstand für den Fall eines Einmarsches vorbereitet hatten. Und die dann nach dem Krieg sagten, jetzt wollen wir auch was tun für die deutsche Demokratie. Und dann von jeder Universität beinahe einen eingeladen, aber da war ich zufällig dabei. Und das heißt, das war ein Mensch, der sich schon vorbereitet hatte für den Fall, Widerstand zu leisten, dass die Schweiz okkupiert wird. Insofern, da gehört ja eine ganze Menge politische Substanz dazu. Ja. Und du bist da zufällig dabei gewesen, wie du eben jetzt so bescheiden sagst, oder gab es da irgendein Auswahlverfahren, dass man auf dich gekommen war? Ich will jetzt nicht darüber reden. Okay. Es könnte sein, dass der berühmte Gerhard Stotz da auch die Finger drin hatte, der seine Freunde in der Schweiz hatte. Wir im Südwesten haben ja die verschiedensten Verbindungen in die Schweiz hinein. Also das heißt, eigentlich bist du doch sehr früh mit politischem Denken im Sinne von Verantwortung übernehmen für das, was du um dich herum beobachtest und auch voraussehen, was kommen würde, was sich entwickeln würde nach dem Zweiten Weltkrieg, konfrontiert gewesen. Ja, und ich habe im Gegensatz zu vielen meiner Jahrgangsgenossen, habe ich Demokratie in der Schweiz gelernt und nicht in Amerika. Ah ja, das merkt man in der Tat. Das merkt man bis zum heutigen Tag. Ja. Ich gehöre zu denen, die nie ironisch herablassend über die Schweiz geredet haben. Und das werde ich auch nie tun, weil ich dort eine Form von Demokratie gelernt habe, die mir großen Respekt eingeflößt. Nun waren das natürlich auch besonders gute Leute, da war der Werner Neef, der Historiker dabei, nicht? Oder der Hans von Greyerz, der Schweizer Historiker, alles großartige Leute, die es auch in der Schweiz nicht so dutzendweise gibt. Ja. Aber das hat mir, da habe ich Demokratie wirklich gelernt. Also es ist ja unverkennbar, dass deine Nähe zur Schweiz sehr viel größer ist als deine Nähe zu den Vereinigten Staaten. Das ist, würde ich sagen, eine lange Geschichte. Und in früheren Zeiten, wir kennen uns ja schon ein paar Jahrzehnte, hatte ich zuweilen den Eindruck, dass du eine große Distanz hast
gegenüber den Vereinigten Staaten. Ich weiß auch, wenn man genau hinschaut, du äußerst dich nie herablassend, du äußerst dich auch nicht aggressiv, aber man merkt schon, da ist eine gewisse Distanz, während bei der Schweizer Demokratie doch sozusagen das Herzblut mit dabei ist. Ja, das hast du genau richtig erspürt. Und wie kommt das? Das weiß ich selber nicht. Jedenfalls, ich war schon zweimal 6 Wochen in den Vereinigten Staaten und war eben sehr froh, als ich wieder in Europa und in Deutschland war, aus vielen Gründen. Mir ist einfach hier wohler. Aber wenn ich hinzufügen darf, ich bin auch heute, was die Zukunft Europas angeht, immer noch optimistischer, als was die Zukunft der Vereinigten Staaten angeht. Die demokratische Zukunft. Die demokratische und überhaupt die Zukunft dieser Vereinigten Staaten. Wenn man sich vorstellt, dass hier die Hälfte der Bevölkerung, die möglicherweise kaum Zeitungen liest und an ziemlich weit rechts gerichtete Fernsehsender im Mittleren Westen hängt, dass die zum Teil bis heute noch glaubt, dass der Saddam Hussein ein Freund der Taliban war. Der Taliban oder der eben der Terroristen war und so, der ähnliche Dinge. Oder wie soll eigentlich Amerika auf die Beine kommen, wenn im Repräsentantenhaus eine Mehrheit da ist, die sagt, Steuern kann man nur senken, aber niemals erhöhen. Jetzt, gegenwärtig. Auch gerade, nun gut. Und das bei einem demokratischen Präsidenten. Ich bin sogar der Meinung, da bin ich ja nicht ganz allein, dass die amerikanische Verfassung, wie wir sie, die hat ja wirklich eine ehrwürdige Verfassung, heute eigentlich das Regieren fast unmöglich macht. Denn wenn in Deutschland jemand Kanzler oder Kanzlerin wird, dann hat er oder sie eine gesetzgebende Mehrheit hinter sich. Das heißt, wenn die Frau Merkel ein Gesetz unbedingt haben will, dann hat sie auch die Mehrheit, gut, sie muss die überzeugen, aber sie hat die Mehrheit, dieses Gesetz zu machen. Und das ist bei anderen auch so. Wenn der Obama ein Gesetz machen will, hat er nicht die Mehrheit. Nicht? Das heißt, meistens haben ja amerikanische Präsidenten gegen eine Mehrheit mindestens in einem der Häuser des Parlaments zu regieren. Wie soll man da eigentlich eine Weltmacht auf eine vernünftige Weise regieren? Wenn ich da unterbrechen darf. Natürlich, in einer parlamentarischen Demokratie hat die Regierung eine Mehrheit hinter sich. Und das ist gut so. Ja, ich bin auch sehr dafür. Allerdings, man muss ja sagen, dass gerade in den letzten 2 Jahren wir erlebt haben, selbst mit einer numerischen Mehrheit ist es gar nicht so leicht, wirklich Gesetze zu machen, offensichtlich, weil die numerische Mehrheit noch keine politische Mehrheit ist bei einer Koalitionsregierung. Ja, man kann also eine Demokratie nicht nach der schlechtestmöglichen Regierung beurteilen. Wir haben auch schon bessere gehabt. Ja. Und zwar nicht nur von meiner Partei, sondern auch von der anderen Partei hat es schon bessere gegeben. Ja, aber ich würde doch gerne noch mal auf das unterschiedliche Politikverständnis zurückkommen, was dir in den Vereinigten Staaten nicht sehr nahe steht, dieses Politikverständnis. Während zum Beispiel, ich erinnere mich an einen meiner wichtigen Hochschullehrer, Ernst Fränkel, ein Jurist und Arbeitsrechtler, der den Gewerkschaften vor dem Zweiten Weltkrieg... Aber der hat seine Jugend auch nicht in Amerika verbracht, oder? Nein, aber er musste von Nazi-Deutschland fliehen und ist nach Amerika geflohen. Und er hat nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, uns jungen Leuten die Demokratie nahe zu bringen, indem er das amerikanische System im Grunde ganz kritisch beschrieb. Zum Beispiel sagte er, Politics is money, money, money. Also er wollte keine Illusionen über die Demokratie in Amerika schüren, aber er hat dann immer wieder versucht zu zeigen,
anhand auch einer amerikanischen Kultur des Bipartisanships, der Überparteilichkeit, etwa im amerikanischen Senat, auch anhand der Bereitschaft, handfeste Interessen nicht ideologisch zu überhöhen, was in Deutschland... Alles, was heute nicht mehr stimmt. Nein, aber anhand dieses Amerika, und das ist auch das politische System gewesen, weil du hast auf System abgehoben. Also er hat anhand dieses politischen Systems, das sehr stark mit dem Präsidialsystem auf Freiheit aus ist, das aber zugleich von einer Kultur getragen war, wo sich die Parteien doch zusammengefunden haben, hat er versucht, uns diese Demokratie nahezulegen. Also was mich angeht, so habe ich großen Respekt vor der amerikanischen Geschichte. Mhm. Aber diese Geschichte war ja so, dass zuerst einmal die Siedler kamen. Und die Siedler, die haben ihre Häuser gebaut, ihre Ställe gebaut und dann haben sie eine Kirche gebaut. Und dann irgendwann haben sie gesagt, irgendwann sollten wir auch mal einen Bürgermeister haben. Ja? Das heißt, zuerst war die Zivilgesellschaft da. Und dann erst kam der staatliche Überbau, wenn man so will. Und der sollte so schwach wie möglich sein. Am Anfang waren zum Beispiel die Zeiten, für die ein Bürgermeister gewählt wurde, waren vielleicht 2 Jahre, damit man ihn ganz schnell wieder loswerden kann, wenn er einem nicht gefiel. Das heißt, diese amerikanische politische Kultur kommt ursprünglich von Menschen, die in Europa staatlich, wegen ihrer Religion meistens, verfolgt worden waren und die nun dafür sorgen mussten, dass der Staat nicht so stark wurde. Und diese Tradition hat nun eben in den letzten 30, 40 Jahren, haben zum Beispiel die Marktradikalen ausgenutzt, nicht? Das heißt, der Staat ist eigentlich immer schlecht, nicht? Der Markt ist immer klüger als der Staat. Und je weniger Staat, desto freier der Bürger, desto besser für alle und so fort. Das ist ein von der Geschichte her verständlicher und auch respektabler Grundsatz. Aber wie das jetzt in Amerika ausgeführt wird und was dabei herauskommt, etwa bei der Tea Party, nicht? Oder bei einem Präsidentschaftskandidaten, der sagt, wir wollen nur noch 9% Steuern für alle, ganz gleich was, weiß ich, ohne darüber nachzudenken, wie man damit da überhaupt einen Staat finanzieren kann. Das ist eben, das heißt, dieses Erbe ist heute eigentlich auch eine Last. Aber man könnte ja auch eine positive Parallele zwischen den Vereinigten Staaten und der Schweiz ziehen, weil auch die Schweiz ja sehr stark auf Bürgersinn baut und nicht so sehr darauf, dass ein Wohlfahrtsstaat sie überall in Ordnung hält und zusammenhält. Also gerade das, was ist es dann? Ist mir schon klar, dass du es nicht, ich will es ja auch nicht gleichsetzen, aber es ist ja interessant. Also das soziale Netz in der Schweiz ist mindestens so solide wie das unsere, in mancher Beziehung sogar solider. Und ich meine, die Schweizer haben ja gegen eine staatliche Macht, nämlich die Habsburger, ihre Freiheit als Eidgenossen erkämpft. Mhm. Ja? Und sie mussten einen ordentlichen Staat aufbauen über die Kantone und die dann wieder zusammenfassen, um sich gegen andere durchzusetzen. Sie mussten ja auch zum Beispiel gegen die Burgunder kämpfen, sie haben ihre Schlachten geschlagen gegen die Angreifer von außen. Das heißt, die Schweizer haben ein sicherlich föderal geprägtes Staatsbewusstsein und auch ein Verantwortungsbewusstsein für die Eidgenossenschaft. Und das zeigt sich ja auch in den ganzen Abstimmungen und so fort, wo eben das ganze Volk aufgerufen ist, seine Verantwortung wahrzunehmen. Also du würdest sagen, die Schweiz aus ihrer Geschichte heraus, aber auch aus ihrer Verfassung heraus, legt den Bürgern nahe, mehr nahe als in den Vereinigten Staaten, sich zu informieren über ihren Staat
Und sich zu beteiligen, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung für diesen Staat mit zu übernehmen. Und daher hast du die Präferenz. Du hast ja, und das hat mir eingeleuchtet. Ja, nein, das verstehe ich auch gut. Ich will das nicht unendlich fortsetzen. Es gibt natürlich auch eine Tradition, eine kommunale Tradition in den Vereinigten Staaten, die dahin bringt, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen und zu meinen Leiblektüren gehörte immer von Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika, die er ja durchaus auch kritisch sieht, aber wo er auch eine ganze Reihe von Bürgertugenden, von da kommt ja auch bei ihm diese Begrifflichkeit auch ganz stark. Das ist für mich eines der faszinierendsten Bücher, die ich je gelesen habe und die ich immer wieder lese, und zwar in Französisch und in Deutsch. Französisch noch schöner als Deutsch, also was der Tocqueville. Ich glaube, genialer hat überhaupt noch nie jemand in dieser Zeit, nämlich 1830, 40, ein Land soziologisch analysiert. Ja, und er hat im Grunde zum Beispiel auch gewarnt vor der Tyrannei der Mehrheit, sei sie nun durch billige Medien zustande gekommen oder durch sonst was, und appelliert ja auch an Bürgersinn, zum Beispiel auch an Gerichte, an Geschworenengerichte, die gleichsam trainieren, dass man sich an die Stelle des anderen setzt, wenn man Geschworener ist und sich überlegt, was würdest du jetzt tun, wenn du jetzt Angeklagter wärst? Man kann ja nicht einfach nur als professioneller Richter da was tun. Und insofern, also gerade wenn man Tocqueville liest, der natürlich auch eine Absicht hatte, gegenüber seinem zum Teil royalistischen Frankreich das zu beschreiben, kann man auch eine erhebliche Sympathie für vieles in den Vereinigten Staaten entwickeln und auch ein Respekt, das ist richtig. Aber ich komme jetzt auf eines zurück, was du die Verantwortung nennst, die du aber in der Schweiz mehr gepaart siehst, auch mit einer gewissen sozialen Sicherheit. Und ich glaube, hier ist ein fundamentaler Unterschied zur Kultur der Vereinigten Staaten, dass sie diese soziale Sicherheit nicht in politischer Verantwortung vornehmlich sieht, sondern in kirchlicher Verantwortung oder auch in kommunalbürgerlicher Verantwortung. Diese soziale Sicherheit, ist das etwas, was wir gleichsam maximieren können, soweit wir können? Je sozial sicher, desto besser. Oder haben die Liberalen recht, die sagen, naja, aber von einem bestimmten Punkt ab kümmert man sich dann gar nicht mehr um sich selbst, übernimmt nicht Verantwortung für sich selbst, sondern man lässt sich da dauernd betuddeln. Das war ja so die Eingangsphase dessen, was du Marktradikalität nennst, mit dem Begriff der Selbstverantwortung. Es soll nicht mehr der Staat für mich verantwortlich sein, ich soll selbst für mich verantwortlich sein, wurde eigentlich in Frage gestellt, ob soziale Sicherheit einer Demokratie, einem demokratischen Staat gut tut. Würdest du da Grenzen sehen oder würdest du sagen? Ja, Grenzen gibt es immer. Nicht, man kann alles übertreiben. Aber immerhin der Friedrich Naumann, nachdem ja die FDP-Stiftung benannt ist, wie gesagt, dessen Schriften von meinem Großvater und von meiner Mutter her bei uns herumlagen, der hat auf diese Frage geantwortet, man kann natürlich den Leuten sagen, ihr habt Freiheit, ihr könnt eure Arbeit frei verkaufen, ihr könnt frei reden und ihr könnt auch frei durchsetzen in der Wirtschaft, ihr könnt einen Betrieb aufmachen, nicht? Ihr könnt alles, sagt er dann, wenn man kein Geld hat und wenn man keine Beziehungen hat und wenn man einen Lohn hat, von dem man nur knapp leben kann, dann hilft einem das alles nicht. Ja? Was hilft mir die Freiheit, wenn ich nicht weiß, wovon ich in den nächsten 6 Wochen leben soll? Ja? Das war die Antwort von Friedrich Naumann. Und Friedrich Naumann, immerhin, wie gesagt, später dann einer der Schöpfer auch, der Mitschöpfer der Weimarer Verfassung. Er ist leider viel zu früh gestorben, 1919. Der Friedrich Naumann war der Meinung, dass ein Mindestmaß an sozialer Sicherung die Freiheit der Menschen nicht beeinträchtigt,
sondern steigert. Das heißt, erst wenn ich weiß, ich falle nicht ins Nichts, wenn ich krank werde oder wenn ich alt bin, sondern da gibt es ein Netz, in dem ich sicher bin. Erst dann kann ich mich frei bewegen, auch als Staatsbürger. Und das ist meine Überzeugung und die bleibt meine Überzeugung. Ich glaube auch, dass dies zu den europäischen Grundüberzeugungen gehört. Es gibt ja Leute, die nun keineswegs besonders links stehen, die sagen, dass der Sozialstaat, der europäische Sozialstaat, die große schöpferische Leistung Europas im 20. Jahrhundert gewesen ist. Und da gab es ja noch andere Dinge, die weniger schöpferisch waren. Da mache ich jetzt einen großen Sprung, weil du vom europäischen Sozialstaat gesprochen hast. Das sagt man ja oft, dass die Politik in Europa sich etwa von einem bestimmten angelsächsischen Typus, insbesondere amerikanischen, unterscheidet, dadurch, dass Ungleichheiten nicht zu einem Maße akzeptiert werden wie jenseits des Atlantik und dass eben soziale Sicherheit eine wichtige Rolle spielt. Wobei übrigens einer der Ahnherren der liberalen Politik, Charles de Montesquieu, in seinem Buch über die Gesetze, L'Esprit des Lois, ganz ausdrücklich die Freiheit als die psychologische oder die psychische Sicherheit beschreibt, die man hat, wenn man teilhat an den öffentlichen Angelegenheiten, also auch mit Sicherheit verbindet. Er meinte das damals Sicherheit vor Willkür und Gewaltenteilung, ja, und so weiter. Aber dass Sicherheit und Freiheit zusammengehören, Freiheit als politische Praxis. Aber eben nicht in dem Maß, wie das die Marktradikalen sagen, je mehr Sicherheit, desto weniger Freiheit und je mehr Freiheit, desto weniger Sicherheit und so fort. Das ist eben schlicht falsch. Und wie gesagt, wenn die FDP gelegentlich Naumann lesen würde, auf den sie sich beruht, dann könnte sie das alles dort finden. Oder auch Karl-Hermann Flach und alle die Sachen, die sozialliberalen sagen. Aber jetzt nochmal zurück zum europäischen Sozialstaat. Ich mache einen großen Sprung in die Gegenwart, in die Situation der Europäischen Union. Ich habe den Eindruck, dass die sozialstaatliche Dimension der Europäischen Union sehr klein ist, dass sie auch in den Verträgen der Europäischen Union eigentlich gar nicht vorhanden ist. Das heißt, wir haben einerseits in den Nationalstaaten durchaus sozialstaatliche Traditionen, wenn auch sehr unterschiedliche in Skandinavien oder in Südeuropa oder in Mitteleuropa. Aber in der Europäischen Union haben wir wenig sozialstaatliche Dimensionen. Wir haben welche, Antidiskriminierung, Sachen, Kohäsionsfonds und so weiter. Ich würde dich gerne um deine Beurteilung, das ist ein großer Schritt jetzt, der Europäischen Union und ihrer Haltbarkeit fragen im Zusammenhang mit diesem Problem. Wie viel Sozialstaatlichkeit ist in dieser Konstruktion? Also, dass der Sozialstaat in den Verträgen keine große Rolle spielt, hat für mich zwei Gründe. Einen, den ich für legitim halte, und einen, den ich für zeitgeistgebunden halte. Legitim ist es zu sagen, die europäischen Sozialsysteme sind alle in diesen verschiedenen Ländern auf verschiedene Weise gewachsen. Bei uns hat der Bismarck angefangen, 1880, das ist ja schon ein Weilchen her. Und im Grunde haben wir bis heute noch eine Altersversicherung, die im Kern auf dem Bismarckschen System beruht. Und andere Länder haben eben ein völlig anderes System. Und die kann man nicht einfach vereinfachen, weil nämlich in diesen Systemen ja auch Rechtsansprüche drinstecken. Nicht? Wenn jemand 50 Jahre lang einbezahlt hat in die Altersversicherung, dann hat er Rechtsansprüche. Die kann man nicht durch ein europäisches System der sozialen Sicherung. Das heißt also, eine Gleichschaltung der Sozialsysteme wird unendlich schwierig sein.
und meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt nötig. Der zweite Grund, und das wird mir immer deutlicher, je länger wir Abstand haben, ist, dass diese Verträge, wie zum Beispiel Maastricht und so, in der marktradikalen Epoche produziert worden sind. Und diejenigen, die das gemacht haben, die haben das vielleicht gar nicht selber gemerkt, inwieweit sie da mitgeschwommen sind, aber sie sind mitgeschwommen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Die Maastricht-Verträge stellen fest, dass die Haushalte in der europäischen Gemeinschaft nicht mehr als 3% des Sozialprodukts an Schulden aufnehmen dürfen. Das heißt, der Haushalt als solcher ist Gegenstand des Vertrags. Ein Haushalt besteht normalerweise aus Einnahmen und Ausgaben. Ja? Es gibt keinen Haushalt, der nicht daraus besteht, aus Einnahmen und Ausgaben. Maastricht konzentriert sich ganz auf die Ausgaben. Die Steuerpolitik, also die Einnahmen, sind heute noch genauso national, wie sie jemals war. Es ist heute noch so in der Europäischen Union, dass eine steuerpolitische Vorlage im Rat der Europäischen Union überhaupt nur auf die Tagesordnung kommen kann, wenn alle 27 zustimmen, was natürlich nie der Fall ist. Das heißt, die Steuerpolitik, also die Einnahmenpolitik, ist gar nicht Gegenstand der europäischen Gesetzgebung und auch nicht der europäischen Verträge und auch nicht der europäischen Politik. Da sorgen schon die Briten dafür und da sorgen dann inzwischen die Osteuropäer mit ihrer Flat Tax und so weiter, sorgen dafür, dass das ist. Das heißt, man konnte sich, und das ist ein marktradikales Denken, einen Haushaltsausgleich immer nur durch Kostensenkung, also durch Abstriche bei den Ausgaben, und das sind dann sehr schnell die Sozialausgaben und so fort, vorstellen. Aber dass irgendwann einmal gesagt wird, diejenigen, die in dieser Epoche nun wirklich reich geworden sind, und das ist eine relativ kleine Schicht, die sollten auch ein bisschen mehr beitragen, das lässt sich europäisch überhaupt nicht anpacken, weil da ist keine Kompetenz. Naja, aber ich meine, da könnte man jetzt argumentieren, okay, die Europäische Union möchte Obergrenzen für die Verschuldung setzen mit Einführung der gemeinsamen Währung, das war ja der Hintergrund, ja. Aber im Grunde ging es um Wahrung der Budgetkompetenzen für die Nationalstaaten. Und die Nationalstaaten hätten natürlich Steuern erhöhen können. Wir hatten ja in Deutschland unter Adenauer viel höhere Steuern als unter Schröder, der sie noch mal gesenkt hat. Also das heißt, da konnte man ja... Konnte man. Ich sage nicht... Aber, jetzt muss ich hinzufügen, diese Verträge sind ja auch auf der Basis geschlossen, dass es einen Wettbewerb gibt zwischen den europäischen Staaten. Mhm. Und einen Wettbewerb um möglichst viele Investitionen eines global agierenden Kapitals, also der großen internationalen Konzerne. Mit dem Ergebnis, dass wir einen Wettbewerb bekommen haben zur Senkung der Unternehmenssteuern. Unter Adenauer war der Körperschaftssteuersatz noch über 50%. Der Körperschaftssteuersatz. Unter Adenauer, und das war kein ganz Linker, ja, jetzt ist das noch nicht einmal die Hälfte. Und zwar, das heißt, man hat nie, was ja möglich gewesen wäre, gesagt, wir machen einen Höchstsatz und einen Mindestsatz etwa für die Unternehmenssteuer. Wir machen einen Höchstsatz oder einen Mindestsatz für den Spitzensatz der Einkommensteuer. Hätte ja alles nicht direkt genau dasselbe sein müssen. Es ist aber nie gelungen, und deshalb ist zum Beispiel heute der Anteil der Unternehmenssteuern am Steueraufkommen etwa halb so groß wie zur Zeit Adenauers. Also
Ich möchte da noch mal ein bisschen weiter mich drüber mit dir unterhalten, denn ich stimme dir darin zu, wie immer es zu dieser unglaublich marktradikalen Idee, dem Bewusstsein, dem geradezu dominierenden Bewusstsein gekommen ist, das lasse ich mal außen vor, das hat ganz stark die Politik geprägt und darin insbesondere, ich nenne das die Wettbewerbsmanie. Ja. Wettbewerb überall als den Weg anzupreisen, der zwischen Menschen sozusagen das Verhältnis regeln soll und der Leistung hervorbringt. Als ob Kooperation nicht auch Leistung hervorbringen würde. Also diese Wettbewerbsmanie ist in meiner Sicht typisch und charakteristisch für die Marktradikalität und auch sehr zerstörerisch, weil eben der Wettbewerb der Nationalstaaten um das Investitionskapital die Staaten praktisch ihrer Mittel beraubt hat, immer mehr ihre staatlichen Funktionen wahrzunehmen. Das denke ich auch. Jetzt würde ich gerne noch einen Schritt mehr in die gegenwärtige Krise gehen. So schwer das ist, aber ich glaube, wenn wir mal schauen, was gegenwärtig passiert, dann ist doch die prononcierte Position, die durchaus mit Maastricht in Einklang ist, dass nämlich jeder Staat für seine Schulden verantwortlich ist. Ja. Die Fortsetzung dieser marktradikalen Wettbewerbspolitik. Ja. Man könnte sagen, die schwäbische Hausfrau sagt, nur wer sozusagen die Folgen des eigenen Fehlhaltens tragen muss, der wird sich auch besser benehmen hinterher, so könnte man sagen, oder wird mehr sparen. Man könnte aber auch sagen, das System zwischen den Staaten in Europa ist eigentlich eins der kommunizierenden Röhren. Und wenn Deutschland einen enormen Export hat, dann haben und weitgehend in die Europäische Union exportiert, dann haben die europäischen Länder, die das alles importieren, für sich eben nicht so viel Export, aber sie sind die Basis dessen, dass wir so viel Export haben. Wenn wir dann aber sagen, jeder ist für seine Schulden nur zuständig, gibt es keinen Anreiz, diese kommunizierenden Röhren so ist es, ja, miteinander zusammenzubringen. Ja. Aber im Grunde ist bisher flächendeckend im Europäischen Rat die Position, und ich höre auch, sagen wir mal, in Deutschland nicht sehr viel prononciert Ordnungspolitisches dagegen, die Position, ja, jeder muss für seine Schulden verantwortlich sein und muss eben sparen. Und wie man das jetzt zusammen sehen kann, ist es schwer. Deshalb hat ja die Griechenland-Krise damit begonnen, dass zum Beispiel die Frau Merkel nicht gewusst hat, muss man jetzt einem Freund helfen oder muss man einen Versager bestrafen. Und die ersten Maßnahmen, die da getroffen worden sind, auch mit den hohen Zinsen, die man dann von den Griechen verlangt hat für die Kredite, da war noch mehr Bestrafung des Versagers drin als Hilfe für den Partner. Ja? Das ist dann die Folge dieses Wettbewerbsdenkens und das hat natürlich nicht funktioniert. Eine Maßnahme, wo man nicht weiß, was man eigentlich damit will, die produzieren nur Verbitterungen. Widerstand, das hat man in Griechenland dann erlebt. Und ich glaube, wir sollten wirklich einmal lernen, uns in die anderen hineinzuversetzen. Wenn ich jetzt ein Grieche wäre, dann würde ich sagen, eigentlich ist es doch unsere Sache als Demokraten, zu entscheiden, was wir privat haben wollen und was wir staatlich haben wollen. Ob wir die Eisenbahn oder was weiß ich, staatlich haben wollen oder privat. Jetzt diktiert uns das Brüssel, was eigentlich unsere demokratische Souveränität ist. Ich habe immer in letzter Zeit den Eindruck, dass der Marktradikalismus durch die Krise 2008, 2009, Bankenkrise, wo
wo die Banken sich gegenseitig keinen Kredit mehr geben wollten, wenn der Staat es nicht garantiert. Lächerlicher kann man sich nicht machen als Marktradikaler. Also jedenfalls als Verheißung ist das tot, aber als Sachzwang kommt es wieder. Also du weist immer wieder darauf hin und ich stimme dir darin zu, dass in dem Maße, wie die Ideologie oder auch politische Rhetorik sagt, je mehr Markt, desto besser, je weniger Politik, desto besser auch, also Politik durch Markt zu ersetzen in der Marktradikalität, dass das an eine Grenze kommt, wo man im Grunde gekommen ist. Oder schon gekommen ist, wo man keine Politik mehr durchsetzen kann. Ja, und wo auch die Märkte dann zusammenbrechen. Es war ja nicht so, dass die Märkte den Staaten retten mussten, sondern die Staaten mussten die Märkte retten. Ja. Und das können Sie jetzt schlechter, weil Sie schon mal gerettet haben und weil Sie mehr Schulden haben. Das ist jetzt für die Staaten in der jetzigen Ja, gut, aber das ist auch etwas Groteskes, nicht? Weil die Staaten die Märkte retten mussten, die Banken retten mussten und anschließend die durch die Bankenkrise kaputtgemachte Konjunktur wieder beleben mussten, wiederum mit Schulden. Deshalb haben sie jetzt so sehr viel mehr Schulden als vorher und deshalb sind sie noch mehr abhängig von den Finanzmärkten als vorher. Ja. Das heißt, das Versagen der Märkte hat die Märkte nicht geschwächt gegenüber den Staaten, sondern gestärkt. Und zum Marktradikalismus gehört ja, dass der Tüchtige eigentlich immer Erfolg hat und das Versagen bestraft wird. In dem Fall ist es genau umgekehrt, das Versagen wird belohnt. Und jetzt betteln die Staaten um die Gnade der Finanzmärkte und der Ratingagentur. Ja, also ich weiß nicht, es ist vielleicht auch nicht bei allen Staaten dasselbe. Also ich glaube, dass zum Beispiel Irland und Spanien sehr stark durch die Krise reingeritten worden sind. Griechenland hatte vorher schon einige Probleme und so, aber trotzdem, alle hatten vorher die schon. Die Grundidee, daran stimme ich dir zu. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir jetzt angekommen sind darin, dass die Märkte plötzlich, also einerseits die Oberhand zu haben scheinen, aber andererseits doch auch sehr unsicher sind, weil sie ja auch bei einem großen Kladderadatsch ganz viel verlieren können. Ja. Ist das eine Chance, dass Politik wieder aufersteht oder hängt das dann von den einzelnen Politikerinnen und Politikern und kann das noch ein Nationalstaat? Also ich glaube, dass es an den Märkten, das sind ja auch Menschen, ja, ja. Das sind ja keine Maschinen, die Druck gelegentlich sind es Computer, ja. Aber also im Kern sind es Menschen, die an den Märkten handeln, dass an den Märkten es eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die der Meinung sind, wir brauchen mehr Politik. Wir brauchen einen strengen, festen politischen Rahmen für die Märkte und die Selbstregulierung der Märkte ist ein Märchen. Die gibt es und die kann man auch ansprechen. Ich glaube zum Beispiel, dass innerhalb der Union es auch solche Leute gibt. Naja, ja? Aber es fällt ja aber doch auf, dass zum Beispiel bei dem Versuch, die Finanzmärkte denen Regeln zu geben, auf der Ebene der Regierungen es sehr schwer ist, solche Regeln gemeinsam zu finden. Der verschiedenen Regierungen. Der verschiedenen nationalen Regierungen. Das ist die Schwierigkeit. Ja. Nicht? Die Märkte sind global und die wirkliche politische Autorität ist immer noch national. Ja. Und nicht einmal in der Europäischen Union können wir uns auf eine Transaktionssteuer einigen, weil die Briten der Meinung sind, ne, das könnte also ihre Finanzmärkte, von denen sie ja zum guten Teil leben, schädigen und so fort. Das ist für mich das eigentliche Thema. Ja, jetzt. Und da möchte ich dich auch gleich noch weiter fragen. Also wenn Politik jetzt sowohl traditionell gedacht war, also in der Ideengeschichte zum Beispiel, sehr stark auf den Nationalstaat bezogen war und im Rahmen des Nationalstaats gedacht war. Und wenn wir doch spüren, dass wir im Rahmen des Nationalstaates die Probleme nicht mehr hinkriegen, wenn wir zugleich spüren, dass die internationale Absprache von nationalstaatlichen Regierungen sehr schwierig ist, ja. Wie retten wir denn Politik? Möglicherweise überhaupt nicht.
Das heißt, da möchte ich nicht möglicherweise landen. Überhaupt nicht. Das heißt, für mich ist heute Europa, also eine Bildung eines institutionell gekleideten europäischen politischen Willens, sage ich jetzt mal, die Voraussetzung dafür, dass wir den Primat der Politik wieder erreichen. National ist das nicht mehr möglich. Und das ist für mich das entscheidende Argument im Augenblick für mehr Europa. Wir schaffen es einfach nicht. Und ich gehe sogar so weit, dass wenn es Staaten in Europa gibt, und ich fürchte, es wird solche geben, die da nicht mitmachen, dann muss man sie beiseite lassen. Das reicht mir nicht als Antwort. Dies Europa der zwei Geschwindigkeiten und so, das haben wir immer wieder ausprobiert. Aber wenn wir uns jetzt fragen, wie kommt es denn, dass diese nationalen Regierungen sich nicht einigen können auf eine stärkere Regulierung zu ihren Gunsten? Inzwischen auf eine Finanztransaktionssteuer, Finanzmarkttransaktionssteuer, die ihnen auch Geld reinbringen würde. Wie kommt es denn, dass sie das nicht tun? Dann empfinde ich da eine ganz verrückte Situation, dass sie unter dem Druck von Lobbygruppen sind, die nationalen Regierungen. Ja, die nationalen Regierungen, die müssen natürlich Kompetenzen abgeben, wenn es europäische Kompetenzen mehr geben soll. Und eine der Erfahrungen meiner Regierungszeit, das waren nur 6 Jahre, war die, kein Politiker gibt Kompetenzen freiwillig ab. Und sogar die Beamten, die haben immer zu viel Arbeit, aber zu wenig Kompetenzen. Und merken gar nicht, dass das eigentlich gar nicht zusammenpasst. Also ich verstehe das. Ich meine, Bundeskanzler zu sein oder Bundesfinanzminister zu sein, wird in dem Europa, das ich mir vorstelle, weniger wichtig sein. Aber die Frage wäre ja, wenn man den Gedanken zu Ende denkt, und Schäuble hat ja immer wieder zu erkennen gegeben, dass er so eine Finanzintegration, so. Wenn man das zu Ende denkt, könnte es doch sein, dass der nationale Finanzminister, der eben wegen der Begrenztheit nationalstaatlicher Politik auch nicht mehr viel machen kann, dass der nationale Finanzminister mit Hilfe einer europäischen Finanzregierung selbst in seinem eigenen Bereich mehr tun könnte als jetzt. Das kann sogar sein. Das kann sogar sein. Aber das klappte vorerst nicht. Ja. Ich würde aber gerne noch mal auf die Frage kommen, wenn die nationalen Regierungen das nicht wollen, dann liegt das vielleicht einerseits daran, dass Politiker, Politikerinnen keine Kompetenzen abgeben wollen, so wie Menschen keine Macht abgeben wollen, sozusagen, ja, ganz banal. Ja, dann frage ich mich natürlich trotzdem, wie kommen wir dahin? Ich erinnere mich, dass im vorigen Sommer, dass es trotzdem geschieht, vom Finanzmarktausschuss des Europaparlaments ein offener Brief gesendet wurde, und zwar über Parteigrenzen hinweg, der gesagt hat, wir stehen so unter dem Eindruck der privaten Lobby, und zwar sowohl personell als auch materiell, als auch in Formulierungen, ja, dass wir aus der Gesellschaft heraus, und zwar auch aus der organisierten Zivilgesellschaft heraus, Hilfen brauchen, damit die Debatte pluralistischer wird. Ja. Und wir dann auch gerechtere Gesetze machen können, einfach gesprochen. Wie stehst du dazu? Ich weiß, dass viele mit der organisierten Zivilgesellschaft nicht viel am Hut haben, die ist nicht gewählt und das sind auch nicht alles nur gute Menschen und so weiter. Welche Rolle könntest du der organisierten Zivilgesellschaft da zusprechen? Also, jetzt muss ich was erzählen.
zu Schröders Zeiten gab es immer mal wieder so eine internationale Diskussionsrunde zwischen Regierungschefs auf der einen Seite, und dann gab es noch so am Katzentisch so eine Art Expertenrunde. Und einmal, das war Anfang Juni, Anfang 2000, ja im Juni, Anfang 2002 oder so. Und ich gehörte also zu der Expertenrunde, obwohl ich natürlich gar kein Experte war, aber gut, man wird ja plötzlich zum Experten auf dieser Welt und muss dann so tun, als wäre man einer. Also gut, und da ging es um die Zivilgesellschaft. Und bei dieser Runde, die Europäer, die haben alle so in der Weise argumentiert, entweder Staat oder Zivilgesellschaft. Das heißt, wenn man zu viel Zivilgesellschaft hat, hat man zu wenig Staat und umgekehrt und so. Und dann ist eine Südafrikanerin, die waren auch eingeladen, Südafrika, ist aufgestanden und hat gesagt, Leute, ich verstehe euch überhaupt nicht. Meine Erfahrung ist die, dass eine Zivilgesellschaft nur in einem funktionierenden Staat entsteht und umgekehrt eine Demokratie auf Dauer nur funktionieren kann, also ein demokratischer Staat, wenn er eine lebendige Zivilgesellschaft hat. Das heißt, die beiden stehen nicht als Alternative, sondern die als Ergänzung und zwar als gegenseitige Stärkung. So, das ist mal etwas, was auch in der marktradikalen Epoche verdreht worden ist. Da sollte die Zivilgesellschaft gewissermaßen den Staat ersetzen. Das kann sie nicht, aber sie kann ihn anspornen, sie kann ihn ergänzen, sie kann ihn vor sich hertreiben und so fort und so fort. Und das soll sie auch. So. Und jetzt, was Europa angeht, glaube ich, so wie ich das überblicken kann, dass wir einen ganz starken zivilgesellschaftlichen Stoß brauchen würden. Nicht? So wie es denn in den 50er Jahren einmal gegeben hat. Nicht, wo die jungen Leute die Grenzpfähle rausgerissen haben und zwischen Deutschland und Frankreich und so demonstriert haben, wir wollen dieses Europa. Ich weiß, das kann man nicht nochmal aufwärmen, aber was mich eben so berührt und so ärgert ist, dass das, was Willy Brandt mal über Deutschland gesagt hat, nämlich, da wächst zusammen, was zusammen gehört, dass wir das nicht auf Europa übertragen. In Europa muss auch zusammengewachsen, was zusammengehört. Bitte, wer produziert mir eine deutsche Musikgeschichte, ohne dass ganz Europa einbezogen wird? Italien und Spanien und was weiß ich. Und wer produziert mir eine Philosophiegeschichte, die nur national wäre, ohne dass man die Franzosen und die Briten und was weiß ich alle einbezieht. Das heißt, es gibt gemeinsame europäische Wurzeln und dazu gehört natürlich auch das Neue Testament. Und wenn ich in Asien war, nicht, dann ist mir das immer ganz klar geworden, nicht? Wenn ich dann Reis bekomme und irgendeinen Schnaps. Europa ist das Land der Raum von Brot und Wein. Ich sage das jetzt nicht wegen des Heiligen Abendmahls, aber in Europa lebt man von Brot und Wein, jedenfalls ich. Jedenfalls, es gibt unendlich viele Dinge, die eben europäisch gemeinsam sind und die man gar nicht auseinanderfieseln kann. Wie viel Bach ist nach Frankreich gegangen und wie viel italienische Musik ist bei Bach drin und so fort. Das kann man ja gar nicht auseinanderfieseln und dieses Gefühl auch der historischen, der kulturellen Gemeinsamkeit, das müsste eine Zivilgesellschaft
jetzt artikulieren, um den Politikern ein bisschen Dampf zu machen? Ja, sie müsste aber, glaube ich, noch mehr auch handfest eingreifen. Das ist sozusagen eine, wie soll man sagen, eine Wiederaufbereitung dessen, dass Politik und Gesellschaft viel mehr ist, als nur immer Börsenzahlen runterzuschnarren. Das ist schon völlig richtig. Aber ich beobachte bei denen, übrigens auch bei der Sozialdemokratie, die sich ja da in eine solche Verbindung mit der Zivilgesellschaft begeben müssten, dass sie doch eine gewisse Distanz haben. Also sie haben alles übrig für das Ehrenamt und so, Wohlfahrt steigern, Caritas machen, das ist alles okay. Aber in dem Moment, wo zivilgesellschaftliche Organisationen, wie du sagst, den Staat oder auch Parteien vor sich hintreiben, das heißt, wo sie kritisieren, wo sie auch aggressiv manchmal kritisieren, auch nicht immer so, dass man es akzeptieren muss. In dem Fall wird die Neigung, mit denen zusammen die Demokratie auch in Europa zu stärken, ziemlich minimiert. Das haben die nicht so gerne. Und ich frage mich, wie wir es schaffen können, aus dieser Situation zum einen das noch mehr in den öffentlichen Raum wiederzubringen, auch bei Europa. Ja, also ich meine, die Parteien müssen da eine ganze Menge dazulernen. Übrigens finde ich fest, wenn ich also mit der Andrea Nahles und so rede, dann habe ich das Gefühl, die weiß das. Ja, die kommt drauf jetzt. Die weiß mehr, das. Mehr. Und da gibt es ja auch schon Versuche. Was ich hinzufügen möchte ist, in der Schweiz, wieder mit der Schweiz, gibt es ja sehr viele Plebiszite. Und diese Plebiszite haben verschiedene Vorteile. Erstens mal, sie politisieren die Gesellschaft. Wenn der Bürger und die Bürgerin selber entscheiden müssen, nicht, wollen wir nun eigentlich diese Armee, wie wir sie bisher hatten, oder wollen wir sie nicht, dann müssen die sich anhören, was dafür und was dagegen spricht. Und sie müssen dann selber, merken dann selber, dass die Entscheidung gar nicht so leicht ist, was sie wieder den Politikern näher bringt, die ja permanent schwierige Entscheidungen zu fällen haben. Das ist in jedem Fall hilfreich. Aber dann gibt es noch einen anderen positiven Effekt. Bei diesen Abstimmungskämpfen müssen ja die Parteien auch sagen, ob sie dafür oder dagegen sind, nicht? Und dann in den Abstimmungskämpfen kommen die Mitglieder der Parteien in Kontakt mit Nichtmitgliedern, also mit der Zivilgesellschaft. Ja? Und da entstehen dann Verbindungen, manchmal auch so Verbindungen, dass dann welche später in eine solche Partei eintreten, weil sie feststellen, nicht nur in diesem einen Punkt sind wir uns einig, sondern wir sind vielleicht noch in anderen Punkten einig. Aber jedenfalls ist das auch eine Belebung und eine Verstärkung der Wirkung der Zivilgesellschaft. Das ist einer der Gründe, warum ich Plebiszite für nötig halte. Also ich bin da etwas distanzierter. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wo wir nach wie vor einen Dissens haben. Ich bin sehr für Volksbegehren und alle die Wirkungen, von denen du sprichst. Aber ich halte auch viel davon, die Zivilgesellschaft zwar im vorparlamentarischen Raum so viel wie möglich einzubeziehen und auch in all diese Abstimmungsprobleme mit einzubeziehen, aber dann für die Gesetzesentscheidung repräsentative Organe zu haben, weil dann brauchst du auch im vorparlamentarischen Raum gar nicht nach Repräsentativität zu gucken bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wer da mitmacht, macht mit, wenn am Ende die andere Gesellschaft. Aber es ist ein langes Thema, das würde ich jetzt doch nicht so gerne fortsetzen. Das ist aber, ich muss sagen, ein Thema, das sich für mich heute anders darstellt als vor 20 Jahren. Mhm. Nicht? Heute ist für mich die eigentliche Gefahr, und das ist etwas, was ich in Stuttgart erlebt habe, dass sich Konflikte ergeben, die eigentlich in einer Demokratie gar nicht stattfinden sollten. In der Demokratie sollte es Konflikte geben zwischen Parteien oder zwischen Gewerkschaften und Unternehmern oder auch mal zwischen Bundesländern. Nicht?
Das sind ganz viele Konflikte, die in jeder Demokratie vorkommen. Und die Demokratie ist ja auch eine Methode, Konflikte ohne Blut und zivil und ordentlich auszutragen. Aber jetzt haben wir zunehmend einen Konflikt, und ich glaube, das ist auch ein bisschen jetzt das, was wir da mit diesen Besetzern, Occupiern haben, nämlich dass die einen das Gefühl haben, wir sind unten, und die anderen, die sind oben. Und Konflikte zwischen oben und unten dürften eigentlich in einer Demokratie, wo eigentlich die letzte Macht beim Bürger liegt, also im Namen des Volkes spricht der Richter, ja, gar nicht stattfinden. Und deshalb bin ich der Meinung, wir kommen aus diesen Oben-Unten-Konflikten nur heraus, indem man den Bürgern sagt, Leute, ihr seid die letzte Instanz und ihr könnt notfalls sogar ein Gesetz ändern oder ungültig machen und abschaffen, so wie das übrigens in den Kommunen Baden-Württembergs längst üblich ist, ja. wo man einen Gemeinderatsbeschluss durch eine Volksabstimmung eben ungültig machen kann. Und das funktioniert ganz gut, und diejenigen, die dann verlieren, die sind auch, ja gut, die sagen, die haben verloren. Und also jedenfalls ist es sicher so, was du unterstreichst, dass wenn in einer Gesellschaft so ein die da oben und wir hier unten Gefühl ja. um sich greift, dann ist das lernen wir sozusagen als 1x1 in der Politikwissenschaft, ein Zeichen dafür, dass die politische Kultur sich nicht demokratisch entwickelt. Genau, ja. Denn dies ist ganz klar, genau. In dem Moment, in einer Demokratie haben Bürger das Gefühl, sie können etwas bewegen. Und wenn sie mehr und mehr das Gefühl haben, sie können nichts bewegen, dann ist das fatal. Ich würde gerne noch auf einen Punkt trotzdem jetzt zu sprechen kommen, der auch mit deiner Biografie zusammenhängt. Du hast als Entwicklungshilfeminister, hieß das, bitte? Hieß das Entwicklungshilfeminister oder Entwicklungsminister? Also in meiner Zeit hieß es Entwicklungsminister. Entwicklungsminister. Hast du ja Pionierhaftes geleistet, insbesondere in diesem Gedanken, dass es nicht darum geht, mit der Entwicklungshilfe die eigenen Staat ökonomisch voranzubringen, sondern im Gegenteil, durch die Zusammenarbeit wirklich es so zu halten, dass die zu entwickelnden Staaten davon profitieren. Ich möchte das nochmal jetzt mit deiner Erfahrung als Entwicklungsminister verbinden mit der Europafrage. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Pascal Lamy, dem Direktor der Welthandelsorganisation, einem alteingefleischten sozusagen Europäer, früher mal Assistent von Jacques Delors und dann Kommissar, Handelskommissar, dass er gesagt hat, es gibt eine Entwicklung der Europäischen Union, die der Notwendigkeit globaler Solidarität entgegensteht. Also es ist nicht automatisch so, dass die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit auch zur Stärkung globaler Verantwortung führt. Und da würde ich gern noch mal deine Meinung dazu hören, aus deiner Erfahrung mit Entwicklung, mit Entwicklungszusammenarbeit. Auch weil du ja sehr stark sagst, wir können es nur noch über Europa machen. Ich stimme dir dazu. Auch die Werte von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität eigentlich nur noch durch Europa verwirklichen. Gibt es eine Konkurrenz zwischen dem Ziel der europäischen Einigung und der globalen Verantwortung, die wir haben, für Klima und so weiter, aber auch gegen Armut, für Energiegerechtigkeit? Ja, das ist ein ziemlich abendfüllendes Programm. Wir sind ja früh am Abend. Ja, ich will zuerst mal etwas Prinzipielles sagen. Ich glaube, Wettbewerb, Competition, ist nötig in jeder Wirtschaft. Keine Wirtschaft funktioniert ohne Wettbewerb. Aber eine Gesellschaft, wo der Wettbewerb im Kindergarten beginnt
und in den Universitäten noch nicht endet und wo man dann Elite sein will und dann die genau ausrechnet, wann eine Universität Elite-Universität ist und so fort und was dann geschieht mit denen, die es nicht sind und so. Das halte ich für unerträglich. Das heißt, das Wettbewerbsprinzip ist für die Wirtschaft unentbehrlich. Für die Gesellschaft ist es meistens, nicht immer, aber meistens entbehrlich. So. Das Zweite, ich muss vielleicht noch etwas hinzufügen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hat ja den Länderfinanzausgleich festgelegt. Und in dieser marktradikalen Epoche gab es immer wieder Stimmen, bis zum heutigen Tag, die sagen, aber eigentlich kommt es doch auf den Wettbewerb der Länder an. Den gibt es ja noch in gewissem Sinn, gibt es denn natürlich nicht. Aber dass plötzlich das Grundgesetz wollte die Solidarität der Länder. Und jetzt kommt plötzlich anstelle der Solidarität, kommt der Wettbewerb. Und dann kommen natürlich die reichen Länder und sagen, also, wenn wir denen da Geld geben, dann strengen sie sich nicht an, was natürlich nicht stimmt. Nicht? Da wird das Wettbewerbsprinzip ganz offenkundig überdehnt und ich glaube, es ist in Europa von Anfang an überdehnt worden. Ja. Und ich meine, dieses Büchlein, das du da erwähnt hast, hat ja einen Titel, über den mancher zuerst einmal lacht. Ich habe das in Dortmund mal in einem Kreis, wo überwiegend alte Sozialdemokraten waren, habe ich mal die Frage gestellt, was würdet ihr denn sagen zu der Vorstellung einer solidarischen Leistungsgesellschaft. Das ist der Titel. Heiterkeit war sofort die Antwort, weil man sich das gar nicht vorstellen kann. Entweder man hat ein Leistungsprinzip, gemeint ist aber im Marktradikalismus ein Erfolgsprinzip, oder aber man ist solidarisch. Und wenn man das auseinanderfieseln will, dann muss man erst einmal den Unterschied zwischen Leistung und Erfolg wieder darstellen. Der ist in der marktradikalen Epoche in unseren ganzen Köpfen eliminiert worden. Ja? Es gibt Leistung, gewaltige Leistung, mit und ohne finanziellen Erfolg. Nicht eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die putzen geht und dann ihre Kinder aber noch so versorgt, dass die zufrieden und glücklich sind und morgens gut gewaschen und gefrühstückt in die Schule gehen oder gebracht werden, die verbringt eine unglaubliche Leistung. Aber der finanzielle Erfolg ist absolut minimal. Möglicherweise muss sie sogar noch aufs Sozialamt gehen. Und der Börsenspekulant, der möglicherweise 50 Millionen im Jahr einstreicht, was verbringt der eigentlich für eine Leistung? Seine Leistung kommt auf Kosten anderer. Jedenfalls, es gibt Leistung mit und ohne Erfolg und es gibt Erfolg mit und ohne Leistung. Aber jetzt möchte ich auf die Entwicklungsländer zurück. Ja, gut. Und bei den Entwicklungsländern ist es eben so, dass sie sozusagen die Solidarität brauchen, ehe sie überhaupt etwas leisten können. Nicht? Denn diesen meistens sehr fragilen Staaten zu sagen, jetzt geht mal in Wettbewerb mit anderen, das ist zynisch. Nicht? Ich meine, wenn ein Land so arm ist, dass es sich keine richtige Verwaltung leisten kann, dass zum Beispiel in Afrika ist es ja so, dass meistens die Polizisten
so miserabel bezahlt sind, dass sie ohne Korruption ihre Familie gar nicht ernähren können. Ja gut, dann muss man eben erst einmal einen Staat aufbauen, der überhaupt ohne, auch die Justiz natürlich, da ist noch wichtiger, ohne Korruption, wenigstens theoretisch ohne Korruption leben könnte. Und sehen Sie, ich, das ist einer der Punkte, wo ich auch mit der Gegenwart, jedenfalls der offiziell verkündeten gegenwärtigen Entwicklungspolitik, nicht einverstanden bin, obwohl ich glaube, dass das Ministerium in Wirklichkeit andere macht. Das ist ja häufig so, dass man den Minister reden lässt und dann die Politik macht, die man gewohnt ist. Aber die Vorstellung, dass man schon Leistung erwarten kann, ehe man ihnen hilft, überhaupt etwas leisten zu können, die halte ich für falsch, nicht? Wenn ich von solidarischer Leistungsgesellschaft rede, dann meine ich erstens, um solidarisch zu sein, muss man erst einmal was leisten. Und man muss auch von jedem erwarten, eine gewisse Leistung, schon aus Solidarität gegenüber denen, die ja dann nachher dafür eintreten müssen, dass man nichts leistet oder auch vielleicht, weil aus Krankheit oder was weiß ich, nichts leisten kann oder aus Alter. Aber es gibt auch das Umgekehrte. Und das Umgekehrte ist, dass es eben Situationen gibt, wo man Menschen helfen muss, damit sie überhaupt etwas leisten können. Und diese Situation haben wir zum Beispiel in Afrika. Ich muss vielleicht hier noch hinzufügen, ich finde, also wenn ich heute in diesem Ministerium wäre, das wäre für mich, nun gut, ich bin jetzt 85, jedenfalls eine faszinierende Aufgabe. Erstens einmal von den etwa 1 Milliarde Menschen, die heute noch hungern und die heute noch bitter, also so arm sind, dass sie eben noch nicht einmal satt werden, davon leben, das glaubt man gar nicht, die Hälfte in China und in Indien. Die Hälfte. Da können die Staaten allein für sorgen. Und da würde ich sagen, da gibt es inzwischen Milliardäre. Ich würde den Chinesen und den Indern sagen, das ist jetzt euer Bier. Das ist jetzt euer Bier, nicht unseres. Wie ihr, die ihr nun wirtschaftlich so vorankommt, wie ihr mit euren armen Kleinbauern, meistens sind das ja, und Wanderarbeitern umgeht. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns viel mehr konzentrieren könnten, etwa auf Afrika. Ich glaube, Afrika ist der Kontinent, für den die Europäer am meisten Verantwortung tragen. Was könnte die Europäische Union tun, angesichts des Mangels an innereuropäischer Solidarität, den wir gegenwärtig ja spüren? Was könnte die Europäische Union tun, um ihrer Solidaritätsverantwortung gegenüber Afrika gerecht zu werden? Oder andersherum, wäre es vielleicht eine Chance für die europäischen Staaten, auch die innereuropäische Solidarität zu stärken und nicht nur in ihrem ständigen Standortwettbewerb gegeneinander anzugehen, der sich ja nur auf die Nationen in Europa konzentriert, wäre es eine Chance, dieses zugunsten einer Solidarität zu überwinden, wenn sie sich mehr ihrer Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit, so ist es ja dann. Und zwar ihrer gemeinsamen Aufgabe. Ja, ihrer gemeinsamen der Entwicklungszusammenarbeit etwa mit Afrika, mit Nordafrika bewusst werden. Gäbe es da in deiner Sicht eine Chance? Also, man glaubt es ja nicht, aber ich bin vor 37 Jahren als Minister zurückgetreten. 37 Jahre sind das. Und vor etwa 40 Jahren waren wir Europäer schon ziemlich nahe dabei, uns
zu koordinieren, unsere Arbeit in Afrika vor allem zu koordinieren. Wir haben da als Ministertreffen und so, hatte ich das Gefühl, wir sind nahe dran. Wir sind heute noch genauso weit wie damals. Und vielleicht weiter zurück. Bitte? Vielleicht sogar weiter zurück. Das kann sogar sein. Dass wir noch weiter ich kann das nicht genau überblicken, aber ich habe jedenfalls das Gefühl, da ist wenig passiert, obwohl wir glaubten, wir sind nahe dran. Und im Augenblick, also ich glaube, dass wir eine ganz starke gemeinsame Entwicklungsarbeit leisten müssen. Und zwar schon deshalb, weil natürlich die Afrikaner misstrauisch sind, wenn zum Beispiel die ehemaligen Kolonialmächte Entwicklungspolitik betreiben, dann ist es Fortsetzung von früher. Wenn das die Europäer miteinander machen und da kommt dann Skandinavier dahin, nicht nach Uganda und eben nicht ein Engländer oder auch ein Deutscher oder ein Niederländer und so fort, dann ist das alles viel weniger suspekt. Und da kann man dann auch mit den Menschen besser arbeiten. Deshalb bin ich zum Beispiel ganz böse darüber, dass im Augenblick jetzt wieder die nationale Entwicklungspolitik gestärkt wird und die internationale, auch die europäische, soll wieder geschwächt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es wunderbare Aufgaben gibt im Augenblick. Und zwar eine der wichtigsten scheint mir zu sein, den in Afrika sind das wahrscheinlich etwa 1 Milliarde Menschen, die keine, nein, nicht 1 Milliarde, das ist übertrieben, aber es sind mehrere 100 Millionen Menschen, die keinen Strom haben. Das heißt, die Stromversorgung ist ja bisher zentral gewesen, da haben wir ein Ölkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk gibt es in Afrika glücklicherweise nicht, aber und die haben die Städte versorgt. Da hat man dann Netze gemacht in die Städte. Und im schwachen Land gibt es einfach keinen Strom. Heute haben wir eine Technik, wie man dezentral Strom erzeugt. Wie man für hunderte von Millionen Menschen, und zwar, da kann also gerade Deutschland eine ganze Menge tun, nun den Strom bringt. Und das bedeutet ja nicht nur, dass die abends vielleicht sogar noch ihre Bibel lesen können oder was weiß ich. Oder da bleibst du dabei. Sondern das bedeutet, dass es dann Werkstätten gibt, die mit modernen Maschinen arbeiten können. Also etwa mit Holz, oder Holz gibt es ja dort genügend, oder aber auch mit Metall und Ähnlichem. Das heißt, die Entwicklung der besonders armen Gebiete könnte dadurch, dass wir großzügig dort eben die neuen Formen der Stromgewinnung denen bringen, könnte natürlich einen richtigen Entwicklungsschub bringen, vielleicht noch etwa, das muss ich hinzufügen, sogar noch einen Demokratisierungsschub, weil nämlich, dass dann zum Beispiel 5 oder 6 Gemeinden miteinander eine Stromversorgung aufbauen oder auch eine Genossenschaft von 60 Leuten für eine bestimmte Gegend dann das übernimmt als tragende Säule. Vielleicht sogar eine Eidgenossenschaft. Damit ja, sind gut. Wir nämlich also wieder beim Schweizer. Sind wir wieder und beim so Schweizer. Schließt sich, denke ich, der Kreis, auch in der Zeit unseres Gesprächs, dass sich doch bestimmte Vorstellungen von Politik und Demokratie immer wieder finden und auch praktizieren lassen. Und das ist nicht von ungefähr, glaube ich, Demokratie ist eben auch, dass man gemeinsam, kooperativ miteinander was macht. Ja. Und wo immer das geschieht, wird die Demokratie gestärkt. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Erhard.